Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memento Mori Teil 1. Wir sind in Russland angekommen, spielen jetzt mit Max, haben ein Handy, wollen gerade mal reinschauen, was da für Unterschiede zum Handy von der Lara sind. Willkommen in St. Petersburg. Also Akku auch fast leer, wie wir schon sehen. Empfang gar keinen hier gerade. Können Lara anrufen, Ostankovic, der steht vor uns. Taxi Lyon, University Toulouse. Edgar, Grand Café, Kneipe, Vermieter, Kunstmuseum, uiuiuiui. Also jede Menge, die wir anrufen können. Erstmal der Lara Bescheid geben. Keine so gute Idee. Lara schläft bestimmt schon. Dann noch 21 Uhr, oder? Na gut. Wohl Zeitverschiebung, ne? Was können wir hier machen? Unsere alte Akte, die wir haben wollen. Der blöde Mistkerl von Ostankovic. Ein Passierschein, den brauchen wir natürlich. Wir sollen ja in das Museum, in dem anscheinend nicht eingebrochen worden ist, aber ein Passierschein für die Eremitage. Den kann ich bestimmt gut gebrauchen. So, was haben wir noch? Eine Samovar. Ostankovic benutzt den wohl, um seinen wichtigeren Gästen Tee anzubieten. Sieht wie eine Ampore aus. Mit einem Hahn. Ein Feuerzeug. Das stibitzen wir mal. Falls das geht. Ein Zippo. Sehr schön. Eine Bücher. Puschkin ist es nicht. Vielleicht irgendein Staatsmann. Meine Akte. Sie ist der einzige Grund, warum ich tun muss, was Ostankovic von mir verlangt. Wozu Ostankovic wohl einen Globus braucht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sein Einfluss weit über Petersburg hinausreicht. Ostankovic ist ein Geist aus meiner Vergangenheit. Dank der Akte, die er über mich hat, muss ich seiner Abteilung von Zeit zu Zeit aushelfen. Natürlich ganz inoffiziell. Vielleicht kann man. Gibt es etwas Wichtiges, Durand? Oder wollen Sie meine kostbare Zeit nur sinnlos vergeuden? Tja, vielleicht hast du ja irgendwas. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich auch alles richtig verstanden habe. Hören Sie auf, Spielchen zu spielen, Durand. Nehmen Sie Ihr Handy mit und rufen Sie mich an, wenn Sie in der Eremitage sind. Vorher brauchen Sie mich gar nicht erst zu stören. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Absolut. Gehen Sie endlich! Ich habe keine Lust, wegen Ihnen die ganze Nacht im Büro zu bleiben. Ja, okay. Ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Dialoge sind auf jeden Fall schon mal gut. Das gefällt mir. Aber es kommt noch nicht so richtig Spannung auf. Ja, das mit den Regentropfen hier irgendwie viel. Ist das hier überdacht, weil hier so selten kommen? Naja, Technik ist ja auch nicht das Wichtigste bei so einem Point-Click. In Petersburg muss ich eigentlich niemanden anrufen. Wie wär's mit dem Taxi? Polizeiwagen. Ah, der wird aber nicht angezeigt hier. Kann ich so. Ah, ein 1500er. Von dem habe ich schon gehört. Soweit ich weiß, könnte diese Blechkiste 100 Jahre alt sein. Aber wenn die Temperaturen unter 30 Grad minus fallen, dann würde er immer noch wie am Schnürchen laufen. Aber wir können ihn nicht benutzen. Wieso klappt die Hotspot-Anzeige hier nicht? Wo kann ich denn hier hinrennen? Renn mal in irgendeine Richtung. Können wir vielleicht das Taxi rufen hier drüber? Ich brauche wirklich kein Taxi in Lyon. Ja, in Lyon sind wir ja nicht mehr in Frankreich. Also. Ich rufe nur in Frankreich an. Tja, da können wir damit nichts anfangen. Los, pack's weg. Ein von Ostankovic ausgestellter Passierschein. Okay,
Okay, wir können sonst nichts machen, außer ins Gebäude gehen. Rennen wir mal hier runter. Ah, hier kommt ein Fall nach unten. Karte von Petersburg, alles klar. Das ist aber blöd, dass das nicht früher kommt. Ja, Miliz sind wir gerade und wir wollen zur Eremitage. So. Ein bisschen neumodische Kunst hier. Die Einfachheit der Form in Kontrast zum historischen Kontext des Winterpalastes. Ich denke, ich weiß, was der Künstler damit zum Ausdruck bringen will. Kunst, das habe ich noch nie richtig verstanden. Moderne Kunst hat mich schon immer fasziniert. Um so etwas zu erschaffen, braucht man nur eine Garage, einen Schneidbrenner und einen Haufen Schrott. Einige Künstler wollen ja immer das Wesen der Dinge zum Vorschein bringen. Was Lara wohl von dieser Kunstauffassung hält. Ohne Arm, ohne Kopf, eine Frau. Und bandagiert. Quatschen wir mal mit dir. Hallihallüchen. Ich muss irgendwie hineinkommen. Mir egal, was Sie wollen, aber bleiben Sie sofort stehen. Kärchen, wir haben einen Passierschein. Ich habe einen Passierschein, ich darf rein. Dann zeigen Sie ihn mir. Ich stehe doch hier nicht die ganze Nacht im Regen und in der Eiseskälte herum, nur damit irgend so ein Amerikaner einen nächtlichen Privatbesuch im Museum machen kann. Ich bin Franzose. Franzose, Deutscher, Ami. Mir doch egal. Der Passierschein ist irgendwie merkwürdig. Außerdem hat mir niemand etwas davon gesagt, dass ich wen reinlassen soll. Hören Sie, ich bin genauso ungern hier wie Sie. Aber leider habe ich genau wie Sie keine andere Wahl. Wir müssen uns doch nicht gegenseitig das Leben unnötig schwer machen, oder? Dieser Passierschein wurde von Ihrem Vorgesetzten ausgestellt. Sie sollten einfach tun, was von Ihnen verlangt wird. Wollen Sie mir etwa vorschreiben, was zu tun habe? Wie ich schon sagte, dieser Passierschein ist nur ein Fetzen Papier und niemand hat irgendwelche Besucher vorangekündigt. Solange ich keine anderen Anweisungen bekomme, haben Sie Pech gehabt. Ostankovic? Kann er mich denn nicht mal für eine Sekunde in Ruhe lassen? Sind Sie schon an Ort und Stelle? Ich stehe davor, aber ich habe da ein Problem. Der Wachmann will mich nicht durchlassen. Natürlich lässt er Sie nicht einfach so durch. Zeigen Sie ihm den Passierschein. Benutzen Sie Ihren Kopf. Aber ich habe ihm den... Er hat aufgelegt. Verdammt, und was jetzt? Nochmal anrufen. Der soll den dann mal zurechtweisen. Oder gib ihm das Handy. Los, rufen Sie Ihren Vorgesetzten an. Das Handy behalte ich, um Anrufe zu machen, okay? Dafür rennt er noch dahin. Okay. Du hast eine schlechte Angewohnheit, immer so schnell aufzulegen. Sind Sie schon an Ort und Stelle? Ich stehe davor, aber ich habe da ein Problem. Natürlich lässt er Sie nicht... Aber ich habe ihm den... Sagt er dasselbe und legt immer wieder auf. Okay, also geht das so nicht. Ihm ist kalt, das sehen wir. Der Wachmann scheint nicht sehr enthusiastisch bei der Arbeit. Offensichtlich friert er. Und seine Zigarette ist nicht angezündet. Aha, die Zigarette ist nicht angezündet, aber wir haben ein Feuerzeug. Brauchen Sie Feuer? Tut mir wirklich leid, dass Sie hier rumstehen müssen. Aber wenn Sie glauben, Sie sind der Einzige, den Ostankovic herumschubst, dann täuschen Sie sich. Sie können nach Hause gehen und sich ausschlafen, aber ich hab's da nicht so einfach. Lassen Sie mich rein. Sie wissen doch genau, dass der Passierschein echt ist. Na gut, dann gehen Sie eben rein. Mann, was für ein Hundeleben. So, Schautafel nochmal anschauen. Ja, Kärtchen, das Veranstaltungsprogramm der Eremitage. Run, Forrest, run! Ah, das sieht doch schon düsterer aus hier. Ich hatte ja ein bisschen so auf so eine Art... Ja, ich wusste ja, es ist kein Horror, es ist ja mehr so ein Krimi-Plot, aber Mystery-mäßig irgendwie. Also es ist die... Überall stockt dunkel und draußen tobt ein Sturm. Ich kann mir angenehmere Orte vorstellen. Ich frage mich, was ich hier für Ostankovic tun soll. Um das herauszufinden, sollte ich ihn mal anrufen. Ist auch über 2 Jahre alt, die Zeitschrift, aber ich bin halt nie dazu gekommen, es zu daddeln. Antike Vase, Amphore.
recht groß hier. Drittes oder viertes Jahrhundert vor Christus. Sehr schönes Stück. Ein Original. Höchstwahrscheinlich jedenfalls. Na gut, dann rufen wir erstmal bei ihm an. Wir sind ja jetzt drin. Mist, verdammter. Hier ist der Empfang zu schwach. Na toll. Super duper. Nun? Diese Amphorie zum Beispiel. Selbst wenn die falsch wäre, wie soll ich das in der Dunkelheit erkennen? Ostankovic muss doch verrückt sein. Warum sind die rot? Und das sind, glaube ich, nur Sachen... Ah, okay. Die sind vielleicht wichtig, weil die rot sind. Keine Ahnung. Wir gucken sowieso alles an. Na komm, renn. Das klaut bestimmt niemand. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Das Fenster. Schauen wir doch mal, ob es fest ist. Also zu ist. Ich glaube nicht, dass ich das Fenster öffnen will. Erstens regnet es draußen und zweitens ist es bestimmt verriegelt. Ausprobieren. Dort draußen liegt Petersburg. Das ist Ostankovichs Revier. Okay, wir können hier trotzdem was am Fenster machen. Haben wir sonst noch was? Nö. Ah, am Fenster haben wir Empfang. Ah. Aber wenigstens habe ich hier einigermaßen guten Empfang und kann telefonieren. Verstehe. Hoffen wir mal, das Netz ist stabil. Hier bin ich. Warum hat das so lange gedauert? Besser, Sie strapazieren meine Geduld nicht allzu sehr, Durand. Ich habe jetzt zwei Aufgaben für Sie. Ich traue dem Sicherheitssystem nicht mehr. Ich habe die Kameras innen alle komplett abschalten lassen und meine Männer sind um die ganze Eremitage herum postiert. Auch wenn Sie den Grund dafür nicht kennen. Traurig, aber wahr. Im Moment sind Sie der Einzige, dem ich trauen kann. Ich möchte, dass Sie sich heute Nacht überall im Museum alles ganz genau ansehen. Dann bin ich jetzt also so etwas wie ein Nachtwächter. Was soll ich machen? Die ganze Nacht da drin herumlaufen, mit der Taschenlampe herumleuchten und nach Eindringlingen suchen? Natürlich nicht. Sie würden ohnehin einen ziemlich lausigen Wachmann abgeben. Sehen Sie sich einfach alles ganz genau an. Sie haben dazu nur diese eine Nacht und selbst die erfordert schon alle möglichen Ausreden. Also machen Sie Ihre Sache gut. Sie haben mich den weiten Weg von Frankreich hierher zitiert, nur damit ich die ganze Nacht lang im Museum herumlaufe? Ersparen Sie mir Ihren hysterischen Anfall, Durand. Und jetzt zu der zweiten Aufgabe. Sie müssen alle wertvollen Stücke im Museum auf irgendwelche Manipulationen untersuchen. Finden Sie heraus, ob darunter Fälschungen sind. Haben Sie nicht vielleicht auch noch einen dritten Auftrag für mich? Vielleicht bewässern Sie die Sahara vor Sonnenaufgang, Durand. Für solche Tests braucht man Labore und jede Menge Geräte. Sowas kann Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern. Und ich soll mir im Dunkeln Dutzende von Gemälden ansehen und dann beurteilen, ob es Fälschungen sind? Und ich rede jetzt nur mal von den wertvollsten Stücken. Sie hätten einen Zauberkünstler rufen sollen und nicht mich. Ja, ja. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es ein paar kleine Schwierigkeiten geben kann. Gerade deswegen sollten Sie ja so schnell wie möglich anfangen. Wenn Sie etwas finden, rufen Sie mich sofort an. Okay, dann geht die Suche mal weiter. Da geht's wieder raus. Können wir hier vorne noch irgendwas entdecken? Ui, wir haben sogar eine Spiegelung von der Person im Boden. Nett gemacht. Ah, nein! Das gibt's doch nicht. Da hat er jetzt noch irgendwas gesagt. Und zwar direkt weg. Ich dachte, er rennt hin. Absperrung. Was um Himmels Willen denkt sich Ostankovic eigentlich? Dass ich einfach auf ein Gemälde draufschaue und sofort weiß, ob es gefälscht ist? Der Rest des Ganges ist abgeriegelt. Nach dem, was hier steht, wird die Ausstellung in 2 Wochen wieder eröffnet. Die Restaurierung ist im Gange. Ja, ich sehe da eine leere Wand am Ende des Ganges. Das ist doch zwecklos, macht einfach keinen Sinn. Was glaubt Ostankovic bloß, dass ich hier finde? Es wird höchste Zeit, ihn anzurufen und ihm zu sagen, dass diese schwachsinnige Aktion total absurd ist. Der Rest des Gangs ist abgesperrt. Da steht eines der... Ja,
das habe ich schon mitbekommen. Aber vielleicht hättest du ja trotzdem dahin rennen können. Okay. Renn doch mal hier runter. Hier ist auch ein Fall nach unten. Seltsam. Seltsam, seltsam. Also die Kameraführung finde ich nicht so ideal. Uns nicht angucken. Ja, dann können wir wirklich nur anrufen. Ja, du willst das Fenster nicht öffnen, das war mir klar. Was haben Sie gefunden? Sie rufen ein wenig früh an. Ich bin die Ausstellungsstücke durchgegangen, aber ohne eingehende Untersuchung habe ich keine Möglichkeit, irgendwas herauszufinden. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist der abgesperrte Gang in der Halle Peter des Großen. Was ist mit dem Gemälde da passiert? Vorgestern wurde der Rahmen des Bildes beschädigt, aber die Leinwand blieb Gott sei Dank unversehrt. Das Werk wird jetzt gerade restauriert. Wahrscheinlich nur gewöhnlicher Vandalismus. Könnte das mit dem Absturz des Sicherheitssystems gestern zusammenhängen? Vielleicht war es ja auch nur ein Test, um herauszufinden, ob das System ordnungsgemäß funktioniert oder um es zu verbessern. Ich muss zugeben, das klingt verwirrend. Ich werde der Sache definitiv nachgehen lassen. Dann können wir uns also wie ganz normale Menschen darüber unterhalten und Sie vergessen, dass ich hier... Durand? Hallo, sind Sie noch da? Was ist los? Oha, Spannung, sehr gut. Durand, halt! Hey, halt! Was war das? Da ist ja jemand. Los, hinterher. Schnapp ihn dir. Ja, sehr schön. Was? Jemand ist hier gerade eben entlang gerannt und hat die Absperrung umgeworfen. Und jetzt ist er verschwunden. Dieser Gang führt zur Halle Peter des Großen und das ist doch eine Sackgasse. Wirklich seltsam. Irgendwo dort muss der Kerl verschwunden sein. Dann sollten wir uns das mal genauer anschauen. Los. Durch die Absperrung durch. Einen schweren Metallpfosten durch die Galerie zu schleppen, scheint mir nicht gerade eine clevere Idee. Metallpfosten, damit können wir den Boden kaputt machen, wie bei Indiana Jones. Oh, ein Seil, das nehmen wir mit. Können wir ihn vielleicht mit Fesseln oder so. Ein solides Stück Seil, das kann ich bestimmt gebrauchen. Aber hallo, wie jeder Point-and-Click-Charakter sind wir MacGyver. Mit dem Seil kann man sehr viel schaffen. Ordentlich. Da mal hin da. Was geht hier vor? Da ist doch gerade jemand an mir vorbeigerannt und das war bestimmt kein Geist, der durch Wände geht. Hoffentlich kommt da jetzt noch mehr von dieser Spannung. Also, das ist ja genau das, was ich haben will hier. Sehr gut. Die Musik dazu, das gefällt mir jetzt schon ganz gut. Schauen wir uns mal dieses Gewand an. Ich kann hier nicht viel zum Untersuchen entdecken. Da war mal ein Gemälde, aber jetzt ist es schlicht und ergreifend nicht mehr da. Und es ist viel zu dunkel, um die Wand genauer anzusehen. Dann nimm doch einfach dein Feuerzeug. Ein wenig Licht wäre sehr hilfreich. Aha, man sieht den Rahmen. Was steht denn hier? Das Gemälde wird zurzeit gerade restauriert. Der Rahmen wurde beschädigt, aber die Leinwand hat Gott sei Dank keinen Schaden davongetragen. Vielleicht wollte der Einbrecher auch dieses Bild haben. Da das aber vorgestern passiert ist, dass das runtergefallen ist, wird das restauriert und gestern wusste der Einbrecher von nichts und findet das Bild nicht vor. Deswegen wurde auch nichts gestohlen. Weil ja das, was er stehlen wollte, nicht mehr da war. Könnte das sein? Oha, wir müssen also jetzt hier irgendwo einen Geheimschalter finden und wir können nicht, also ich drücke Tabulator, aber es passiert nichts. Also ich kann nicht hier anschauen Sachen. Schauen wir uns mal die Säule genauer an. Ich kann an dem Pfosten nichts Ungewöhnliches entdecken. Kein Geheimknopf irgendwo. Hoffentlich hat Ostankovic wirklich dafür gesorgt, dass die Kameras hier abgeschaltet sind. Der Anblick von einem Kerl, der mit einem Feuerzeug an Millionen Dollar teuren Bildern herummacht, könnte sonst einige Leute ganz schön in Aufregung versetzen. Zerstörungswahn. Die Flamme flackert. Also muss von irgendwo an der Wand ein Luftzug kommen. Wo? Aber von wo? Okay, hier strahlt sie gerade.
Was? Ich kann an dem Pfosten nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich kann nichts Ungewöhnliches... Flamme strahlt auch jetzt gerade. Jetzt ist aber gerade eben war sie nicht gerade am Strahlen. Sehr seltsam. Aha, hier. Kann ich jetzt was machen? Passierschein? Was? Passierschein verbrennen? Was war das denn jetzt? Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam alles. Da hat jemand den Rahmen eines Gemäldes beschädigt. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Wie wäre es denn, wenn du zur Restaurierungsstation oder wie auch immer das heißt, runtergehst? Also, wie hieß denn nochmal der Film? Das Geheimnis des Buches mit Nicolas Cage, der zweite Teil davon. Erste war das mit den Templern. War das der erste? Ne, das war der erste, glaube ich. Ne? Der erste war das, wo die da stehlen. Weiß gar nicht mehr. So. Also der hat gerade eben gesagt, dass es ein Lufthauch ist. Da dachte ich eigentlich, dass diese Flamme hier in der Mitte, dass die so leicht am Lodern war. Aber irgendwie... lodert sie nicht mehr. Und er wollte mir gerade diesen Passierschein verbrennen lassen. Sehr seltsam alles. Was passiert denn, wenn ich hier rausgehe? Wo ist der Luftzug hergekommen? Luftzug. Was soll ich sagen? Was tank? Ein Feuerzeug. Okay, hier geht das Licht schon mal nicht. Wir können das hier nicht benutzen. Aha. Was ist das hier? Das ist doch total unmöglich. Wir können jetzt die Bilder nicht mehr angucken. Über die Gemälde. Also nochmal Feuerzeug. Und jetzt mal sehen, ob ich hier was finde. Okay, nochmal neu. Ja, da oben ist schon zu hoch. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Hier muss irgendwo was sein, wo ein Luftzug kommt. Ich blick gerade wild durch die Gegend. Man sieht auch nicht irgendwie die Flamme sich verändern. Muss irgendwo ein Geheimgang sein. Ja, das ist wieder so eine Stelle, wo man nicht weiterkommt, weil man nicht weiß, wo man hinklicken muss. Und weil die Flamme sich nicht verändert. Das ist echt blöd. Er hatte gesagt gehabt, hier muss irgendwo... Die Flamme bewegt sich und dann dachte ich, sie wäre sich wirklich am Bewegen, aber... Irgendwie bewegt sich da gar nichts mehr. Vielleicht ist er auch in die andere Richtung gegangen und hier auf der Seite war es gar nicht und er hat mich nur abgelenkt und ist in Wirklichkeit in die andere Richtung gerannt.
Können wir hier nochmal das Feuerzeug anmachen? Geht das hier irgendwie? Vielleicht ist hier das Versteck. Nee. Umgefallene Absperrung. Mitnehmen tut das sowieso nicht. Einen schweren Metall. Okay, wir können uns hier aber noch was anschauen. Ein solides Stück Seil. Das kann ich bestimmt gebrauchen. Okay, hier gab es noch ein weiteres Seil. Das heißt, wir haben jetzt zwei Seile. Ich kann ihn nicht los. Okay, hier haben wir einen Haken, den wir vielleicht auch noch brauchen. Ich kann ihn nicht losschrauben. Er sitzt so fest. Haben wir irgendwas, womit wir das machen? Können wir die Seile... Das Seil finde ich auf jeden Fall ein... Okay, kombinieren der Seile geht schon mal nicht. Für das Seil finde ich auf jeden Fall ein eiserner Haken, an dem man an... Okay, vielleicht brauche ich da irgendwas noch vorher für. Ah, den anderen Haken kann ich losmachen. Sehr gut. Aha, das bringt uns doch schon wieder ein Stück weiter. Aber was mich jetzt wundert ist, ich kann nicht mehr diese Taste drücken, dass ich was benutzen kann. Habe ich die irgendwie deaktiviert, unbewusst? Ich kann... Okay, der geht nicht raus. Naja, also hier funktioniert die Taste ja. Bloß da drin nicht. Jetzt haben wir einen Haken. Können wir den Haken... Der passt da nicht. Können wir nicht kombinieren. Der passt... Okay, können wir... Was können wir mit den Haken machen? Wir können die Bilder zerstören. Ja... Ja, also da schauen wir gleich mal, wie das hier weitergeht. Irgendwo werden wir das ja wahrscheinlich benutzen müssen. Bis demnächst, euer Chojin.